Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit dem neuen KitKat Zebra Dark and White im Test. Meine Güte, was ist hier gerade los? Eben noch das neue KitKat A Taste of Strawberry vorgestellt und schon wieder ein neues KitKat in der typischen etwas kleineren KitKat Größe. Dieses Format kennt ihr, zuletzt gab es KitKat Gold als Limited Edition, davor war es ein KitKat Matcha, davor war es, glaube ich, KitKat Ruby in dieser Größe. Grüße wollte ich gerade sagen, Grüße gehen raus an euch alle. Und in dieser Größe jetzt das KitKat Zebra für euch im Test. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Es sind immer Limited Editions, die uns dann so circa ja, ein paar Monate begleiten, jetzt im Sommer hier. Und ich kann euch mal hinten drauf vorlesen. Das sieht irgendwie so cool aus vom Design, was hier alles drin ist. Es ist weiße Schokolade und dunkle Schokolade. Und das finde ich ziemlich cool. Hier Professor Dr. Junkfood Guru sagt hier, 39,5% ist das dunkle Schokolade und 27,5% weiße Schokolade, die sich hier in außen so schön paaren. Und ich habe hier mein ähnliches Dark and White KitKat Chunky vorgestellt. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Ich stelle ja manchmal Süßigkeiten aus dem Ausland vor, weil die ja oftmals dann auch in anderer Form zu uns kommen. Und das kann ich euch auch nochmal am Ende verlinken. Have a break, have a KitKat. Wer kennt den Spruch noch? Ich mache es jetzt einfach mal auf. Kommt übrigens im Juni raus. 89 Cent der Einzelpreis im Dreierpack für 1,99 Euro. Ja, ich habe mich heute gut vorbereitet und einfach mal alles vorher recherchiert und an Informationen eingeholt, was eventuell sonst in Frage kommen würde. Und man kann es eigentlich so einfach hier aufmachen. Hier ist, glaube ich, so ein... Hier wäre ein Bändel gewesen, dass der Junkfood-Guru das Verpackungsopfer... Ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht dieses KitKat. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich will ja wissen, wie es aussieht. Ich liebe diese marmorierten und die kennen wir ja sonst nur als Chunky oder als Taste of. Und so toll sieht es aus. Richtig zebramäßig. Hinten auch die dunkle Schokolade. Ich kann gar nicht glauben, dass sich das Schokoverhältnis dann doch, dass da immer noch 29% weiße Schokolade sein soll. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Großaufnahme, oder? Ja. KitKat Zebra Dark and White. Im wahrsten Sinne des Wortes sieht es aus wie ein Zebra. Und man kann sich hier wirklich nicht leid dran schauen. Es sieht immer wieder wunderschön aus. Dieser marmorierte Effekt, gerade mit der dunklen und der weißen Schokolade, ist einfach wunderschön. Und das genießen wir jetzt wirklich ganz in Ruhe. Ich hoffe, ich gebe euch hier auch genügend Zeit, um das anzuschauen. Ich habe neulich gelesen, dass es ein bisschen mal zu hektisch war zwischendurch. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch die Großaufnahme zu kurz ist oder wenn ihr sagt, oh, das war mir jetzt aber viel zu lang. Und jetzt wird probiert. Ach, zartbitter ist einfach geil. Zartbitter dominiert auch den Geschmack. Und wenn ich die Augen zu hätte, dann würde ich sagen, ich esse ein KitKat mit Zartbitterschokolade. Die weiße Schokolade kommt leider nicht so durch. Aber ich finde es trotzdem lecker. Und die Optik ist cool. Aber geschmacklich geht es definitiv zugunsten der Zartbitterschokolade aus. Beziehungsweise dunkle Schokolade. Ich glaube, Zartbitter darf es sich erst nennen ab 60% Kakaoanteil. Deswegen, es schmeckt also herb nach herber dunkler Schokolade. Die Waffel gibt dem Ganzen eine schöne Süße als Kontrast, aber von der weißen Schokolade kommt nichts durch. Ist eine schöne Optik, eine schöne Deko, ein KitKat Dark im Zebra-Design, so würde ich es nennen. Schmeckt ganz gut. Hätte man, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, weiße und dunkle Schokolade so zu kombinieren, dass sie harmoniert im Geschmack. Ich habe das Gefühl, dass immer irgendjemand da gewinnt oder jemand anderes verliert. Deswegen hätte die weiße Schokolade ein bisschen mehr Dominanz, hätte es Potenzial zu 9 Punkten gehabt in der Kombi.
Aber sie fehlt hier so ein bisschen an der Kombi. Deswegen ganz streng wäre 7. Okay, ich muss streng sein. Da gebe ich dem Ganzen 7 Punkte. Eher in Tendenz 8, weil ich es schon ganz lecker finde. Ja, ich finde es einfach, die Optik ist ganz geil und die entschädigt irgendwie, also die entschädigt mich. Deswegen, aber geschmacklich, weil die Weiße nicht so durchkommt und es steht ja auch drauf, ziehe ich 2 Punkte ab und bin bei der 8, weil ich es ja immer noch mag und ich würde es nochmal kaufen. Besser als das KitKat Matcha, das war schrecklich, sorry. Dieses grüne, Green Tea KitKat, das war schlimm. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!